Jetzt sind Sie dran. Ich hoffe, Sie hören mich. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Gesamtdiskussion. Bitte stellen Sie sich kurz vor, Ihren Namen, woher Sie kommen und an wen Sie Ihre Frage stellen wollen. Und ich weiß jetzt nicht, wer der Erste war, vielleicht erster Schuss und dann hier vorne. Okay, mein bitte. Name ist Josef Schuss, ich komme aus Stuttgart, bin Hals-Nasen-Ohrenarzt und muss mich auch outen als Mitglied des Deutschen Ärztetages damals wie heute. Und deshalb die Frage an Herrn Niesing. Der Deutsche Ärztetag, Sie wissen, setzt sich nicht aus Schülern Hippokrates zusammen, sondern das sind Interessenvertreter. Und Sie haben ja auch schriftlich schon darauf hingewiesen, kurz danach, dass Sie den Leuten, die dort entschieden haben, die Qualifikation für diese Entscheidung abgesprochen haben. Und als einer der wenigen, die gegen den Strom gerudert ist, versucht hat, stimme ich Ihnen da auch zu. Daraus ergibt sich dann meine Frage. Wir haben doch gelernt in den letzten Jahren in den klinischen Ethikkomitees multiprofessionell Pflege, Seelsorge und alle Beteiligten Entscheidungen am Lebensende zu entwickeln. Und die sollten, wenn wir ein Votum abgeben, einheitlich sein, abgestimmt sein, widerspruchsfrei sein. Deshalb verstehe ich nicht, wie Sie und Ihre Mitautoren zu dem Ergebnis kommen, dass der Arzt die Instanz ist, die jetzt wieder in den Mittelpunkt gestellt wird. Ich hätte mir da gewünscht, dass die Erfahrungen, die wir in der medizinischen Ethikberatung als multiprofessionelles Team haben, denn da, nur darin fühle ich mich als Teilnehmer dieser Ethikkomitees wohl, weil die anderen mit dabei sind mit ihrer Empathie und Sensibilität und mit ihrem Wissen. Also vom Ärztetag und der Realisierung und was Ostrater gesagt hat mit den 3% Palliativmedizinern. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man die Ärzte hier, und ich bin gerne einer, in den Mittelpunkt setzt, dass sie die Einzigen sind, die diese Entscheidungen am Lebensende treffen muss. Da muss ein multiprofessionelles Team her. Der Grund, warum wir das gemacht haben, ist ganz einfach. Der ärztliche Berufsstand ist derjenige, der die Fähigkeiten, die Kenntnisse, die Kompetenzen dafür hat, sowohl in pharmakologischer Hinsicht als auch in Bezug auf den Ausschluss einer behandelbaren Depression, auf den Ausschluss einer schlechten Schmerztherapie, Ausschluss einer schlechten Palliativmedizin. Diese Verantwortung kann man dem Berufsstand aufgrund seiner Kenntnisse nicht nehmen. Das schließt aber nicht aus, mit keinem einzigen Wort, dass sich beispielsweise ein Arzt in einer solchen Situation von einem Ethikkomitee beraten lassen kann oder der Patient. Das schließt das nicht aus. Aus strategischen Gründen dieses, das hat sich doch entwickelt, auch betonen müssen. Natürlich ist der Arzt dann der Handlungsberechtigte als einziger aus dieser Gruppe, aber es ist nicht mehr zeitgemäß, in diesen Fragen einen Berufsstand zum Entscheidungsträger werden zu lassen. Wir haben ganz klar einen Passus da drin, dass es viele Details gibt, die in der Umsetzung zu regeln sind und dass das eben von dem Bundeskabinett gemacht werden kann, beziehungsweise dass auch die Ärztekammern dazu beitragen können. Sie haben völlig recht, aber sowas muss man nicht in ein Gesetz schreiben. Das ist meiner Meinung nach auf anderer Ebene zu regeln. So, wir haben jetzt ganz viele Fragen. Bitte der Nächste, Herr Schindler. Ja, Heiner Melching, Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin. Was mich ein bisschen irritiert in dieser ganzen politischen Diskussion ist ja, dass es so dargestellt wird, Sie haben auch davon gesprochen, es kann keine Pflicht zum Leben geben, wir brauchen eine Ausweitung der Suizidbeihilfe. Und das Verrückte ist ja, dass alle vorliegenden Gesetzesentwürfe zunächst mal eine strenge Verschärfung der Situation vorsehen. Sie greifen ins Strafrecht und ins BGB ein, wo nichts steht. Das heißt, wir haben eine deutlich liberalere Situation, zum Beispiel sogar auch jetzt in den Niederlanden, wo die Beihilfe zum Suizid unter Strafe steht und das sicher mit ein Grund war, dann auch den Schritt zu einer Regelung für Ärzte gehen zu müssen. Und das wäre so die Frage, wie ist das zu erklären, dass also es hier immer wieder gelingt, strikte Verschärfung als Liberalisierung zu verkaufen? Wie funktioniert, dass Leute das glauben? Also das finde ich völlig verrückt. Jeder darf ja, das haben Sie auch betont, einem Menschen beim Suizid helfen. Und auch von Herrn Hoppe gibt es ja, der ja diese Musterberufsordnung mit auf den Weg gebracht hat, noch eine weitere Aussage, wo er klar gesagt hat, Ärzte können Patienten beim Suizid auch durch das Ausstellen eines Rezeptes helfen, ohne Angst haben zu müssen, bestraft zu werden oder die ärztliche Zulassung zu verlieren. Und wir kennen Ärzte, die das tun, auch hier in Berlin, auch sehr populär und mit über 200 assistierten Suiziden.
Die Ärztekammer Berlin hat es mit einer Unterlassung versucht und das Verwaltungsgericht hat deutlich entschieden, dass das nicht zulässig ist. Also dieses Berufsrecht, wo sich jetzt darauf zurückgezogen wird, ist ja ein sehr schwaches Schwert und ein sehr stumpfes Schwert. Und diese beiden Ebenen werden ja immer vermengt. Wir reden im Moment nur über Strafrecht und BGB, überhaupt nicht über das Berufsrecht der Ärzte, außer der Vorschlag von der Frau Künast, der das ja explizit aufgreift. Das wäre... Ja, oder das ist eher was ich komisch finde, und ich würde mir diese Diskussion sehr wünschen, nicht immer nur vor dem Hintergrund, welches Gesetz brauchen wir am Ende. Die Diskussion ist wichtig, aber als moralisch-ethische Wertediskussion nicht nur mit dem Gesetz. Und das Zweite wäre eine konkretere Frage an einen der vier Mitherausgeber auch des, der Veranstaltung oder Einladenden. Wenn, so wie ich Sie verstanden habe, es ja auch moralisch verwerflich ist, Menschen dann nicht mehr zu helfen, wenn sie ihren Suizid wollen, sozusagen doch ein Anspruch auf Hilfe gewährleistet werden muss, muss man denn dann nicht auch konsequenterweise sagen, dann muss ich aber auch für die Tötung auf Verlangen werden, weil das sind ja die wirklich armen Schweine, wenn Sie gerade den ALS-Patienten sich angeguckt haben, der sich irgendwann die Fliege nicht mehr von der Stirn hauen kann, mit welcher Begründung sagt man denn dann, wir helfen dir, aber nur solange du noch selber die Tatherrschaft behalten kannst und die Armen, die das nicht können, haben dann eben Pech. Also ich ende immer wieder bei dem, was Herr Tollmann angesprochen hat, wie wir lebenswertes oder lebensschützendes Leben von anderem unterscheiden wollen. Und diese ganzen Reichweitenbeschränkungen halte ich für sehr schwierig, bis hin zu diesem letzten Schritt dann, der mir sich dann nicht mehr in der Logik erschließt. Herr Melching, darf ich auf Ihre Fragen antworten? Zunächst zu der zweiten Frage. Uns haben die Mediziner überzeugend gesagt, dass es keine Situation gibt heute, in der nicht auch ein gelähmter oder ein sonstiger, nicht handlungsfähiger Mensch nicht eine Apparatur durch die Augen, durch den Mund in Gang bringen kann, durch die er seinen Tod herbeiführt. Wenn jemand das nicht mehr kann, dann wird man auch seine Freiverantwortlichkeit nicht klären können. Und die Freiverantwortlichkeit ist für uns der zentrale Dreh- und Angelpunkt. Zu Ihrer ersten Frage, der längeren Frage. Warum alle diese auch liberalen Gesetze zunächst mal eine Strafbarkeit der Suizidbeihilfe vorsehen, das hat schlichtweg strafrechtssystematische Gründe. Wenn Sie in ein Strafgesetz hineinschreiben, wenn ein Arzt Suizidbeihilfe leistet, ohne dass er den Patienten zuvor lebensbejahend beraten hat, ohne dass er zuvor über palliativmedizinische Möglichkeiten aufgeklärt hat, ohne dass er zuvor die Freiverantwortlichkeit geklärt hat, was ist denn mit einem Juristen wie mir, der kein Arzt ist und der eine Suizidbeihilfe begeht? Den haben Sie mit dieser Regelung nicht am Wickel. Ich wäre völlig frei, eine Suizidbeihilfe zu leisten. Jeder Politiker, jeder Klempner wäre frei, die Suizidbeihilfe zu leisten. Wenn Sie also wollen, dass die Suizidbeihilfe in geordneten Bahnen nach strengen Sorgfaltskriterien erfolgt, dann müssen Sie zunächst mal ein Verbot statuieren und dann die wohl definierten Ausnahmen. Und wir haben zwei Ausnahmen. Wir haben einmal die Ärzte, die wir in die Pflicht nehmen, bestimmte Sorgfaltskriterien, bestimmte prozedurale Anforderungen zu erfüllen. Und wir haben die Verwandten und die nahestehenden Personen, von denen man natürlich keine palliativmedizinische Beratung und so etwas verlangen kann. Deswegen kann man da diese Sorgfaltsanforderungen auch nicht verlangen. Anders missverständlich. Also ich möchte auch keine Kriterien. Die DGP hat sich ja eher dafür ausgesprochen, nichts gesetzlich zu ändern, es so liberal zu lassen, wie es ist, weil es so individuelle Entscheidungen sind, dass sie nicht in Gesetze passen. Und weil wir auch tatsächlich nicht der Auffassung sind, dass dieses frei verantwortlich, das sind ja fast in philosophischen Dimensionen. Ich traue das bei allem Respekt vor den Ärzten nicht jedem zu, deutlich zu entscheiden, wie ernst gemeint ein Sterbewunsch ist, wie frei verantwortlich es ist, wenn jemand sagt, ich will nicht mehr leben, der in der Gesellschaft lebt, wo er weiß, sein Leben ist eigentlich nichts mehr wert. Das möchte ich Ärzten gar nicht zumuten, das zu entscheiden. Und das vielleicht noch mal ganz kurz als Nebenwurf. Das ist vielleicht auch das, wo ich hoffe, dass Herr Montgomery das eher gemeint hat. Er hat sich sicherlich drückt er sich nicht geschickt aus in der Diskussion. Aber dass er sagt, diese ganze Diskussion ist doch sehr romantisiert, dadurch, dass wir alles an den Arztberuf hängen und sagen, der wird es dann schon schön machen. Die bösen Kusch und so sollen es ja nicht, sondern der gute Arzt. Und die Idee, die dahinter stand, war, mögen wir uns doch nur einmal theoretisch vorstellen, wie die Diskussion wäre, würden wir es nicht an den Arztberuf hängen. Würden wir sagen, die Sozialarbeiter, die Psychologen oder die Seelsorger, dann ist wenigstens mal einer dabei, oder eine Spezialeinheit der Bundeswehr oder wie auch immer, sind dann für die Tötung auf Verlangen zuständig. Dann wäre die Diskussion anders und wir würden nicht alle sagen, das ist aber alles wunderschön Selbstbestimmung. Und so selbstbestimmt sind wir alle nicht, sonst würde ich morgen länger schlafen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Melching. Im Interesse der Fragenden, bitte fassen Sie sich kurz und stellen Sie die Frage. Kleine Anmerkung zur Diskussion eben. Ich übersehe alles in allem 210 durchgeführte Suizide. Wir haben in allen Fällen die Möglichkeit gehabt, einen Suizid zu ermöglichen. Das nur als Information. Was mich bei der ganzen Diskussion bedrückt, außer Herrn Ritter hat keiner auf die Menschen geguckt, die sich um Hilfe zu einem Suizid an eine Organisation wenden. Die kommen doch nicht, weil wir Reklame machen. Das ist doch Unsinn. Sie kommen, weil sie dieses Ziel haben. Und diese Menschen gehen bei der gesamten Diskussion unter. Und daraus folgt meine Frage, wenn die Gesetzentwürfe, soweit ich das sehe, fast alle, gegen Herrn Kusch wettern. Ich habe die allermeisten Gutachten in Zusammenarbeit mit Sterbehilfe Deutschland gemacht, eine ganze Reihe auch für Dignitas. Das heißt, ich übersehe diese Menschen. Wie soll es angesichts der Zahlen, die Herr Schildmann uns gezeigt hat, über die Bereitschaft der Ärzte, Suizidbeihilfe durchzuführen, wie sollen diese Menschen einen Arzt finden, der ihnen hilft, wenn eines von diesen Gesetzen oder auch dieser Entwurf durchkommt, wie sollen Sie diesen Arzt finden? Wer möchte? Es gibt 150.000 Ärzte in Deutschland, die dazu bereit sind. Davon wird man einen finden. Das dürfte nicht allzu schwer sein. Es ist aber doch vielleicht ganz gut, dass man, wenn man an diesen Arzt kommt, dann nicht gleich 7.000 Euro zahlen muss für die Hilfe. Und zwar mit der Begründung, ja, wir müssen diesen Preis von 7.000 Euro erheben, weil wir sonst pleite gegangen wären. Meine Antwort darauf ist, ja, dann gehen Sie doch pleite. Der nächste. Der Herr hinten zunächst Ihre Frage und bitte sozusagen steht. Professor, sagen Sie, wer antworten soll? Jan Beckmann, seit 13 Jahren Emeritus der Philosophie. Meine Frage an das ganze Podium ist, aber ich bitte, es kann eine einzelne antworten, warum man nicht sich deutlicher klar wird, wie die Begriffe hier funktionieren. Die Menschenwürde besteht darin, jederzeit vom ersten bis zum letzten Atemzug Subjekt seines eigenen Tuns und Lassens zu sein. Die Autonomie besteht nicht darin, selber die Gesetze zu geben, sondern selbstgesetzlich zu sein. Und das bedeutet, dass meine Autonomie mit der Autonomie meines nächsten Nachbarn notwendig verbunden ist. Und die Selbstbestimmung ist nicht nur eine Bestimmung, wo das Selbst bestimmt, sondern es bestimmt sich selbst. Das sich selbst bestimmt, macht es frei von der Fremdbestimmung. Dass es aber gleichzeitig Subjekt der Selbstbestimmung ist, macht es verpflichtet, verantwortlich für den anderen. Und ein letztes über den Wert eines Lebens, der Ausdruck ist hier gefallen, gibt es nur eine einzige kompetente Institution und das ist das betroffene Individuum. Alles andere ist Fremdattribution und ich denke, Philosophie und die Ethik hat nicht die Aufgabe zu moralisieren. Moral ist die Gesamtheit von Normen, die wir alle für wichtig halten. Ethik ist ein analytisches Unternehmen und fragt, wo sind denn die Normen? Wie sehen die Normen aus? Wie gehen wir mit Normenkonflikten um? Und summa summarum muss man das Podium fragen, ist die Asymmetrie, die hier vorliegt, ob der Staat verbieten soll, die Suizidassistenz, oder ob der Staat das unter strengen Bedingungen erlauben soll, die sieht doch jeder. Wenn der Staat die Suizidassistenz erlauben sollte, dann muss sich doch niemand suizidieren. Dann ist sowohl derjenige frei, der das ablehnt, als auch derjenige frei, der das aus welch guten Gründen auch immer annimmt. Entschuldigung, die Frage war ein bisschen aufgebläht. Ja, vielen Dank. Möchte jemand darauf eingehen? Ansonsten würde ich jetzt als Kommentar wertschätzen. Vielen Dank. Die nächste, glaube ich, Frau Falkenberg und dann Herr Hohndorf. Ja, wir haben heute vieles zu Zahlen gehört aus den einzelnen Ländern. Was ich von den Wissenschaftlern unter Ihnen gar nicht gehört habe, ist, wie verändert sich denn möglicherweise das Verständnis von Würde?
von Selbstbestimmung, von Geborgenheit in der Gesellschaft, von Empathie. Was passiert mit diesen Dingen, wenn wir solche Veränderungen, solche Gesetzgebungen zulassen? Dazu habe ich eigentlich heute von den einzelnen Referenten nichts gehört. Und das ist ja aber eigentlich was ganz Wichtiges, was wir wissen müssen, wenn wir entscheiden wollen. Denn wir entscheiden für die folgenden Jahrzehnte. Und das wird einige Zeit dauern. Jemand sagt, es sind so wenig Ärzte. Natürlich sind es wenig Ärzte. Selbst wenn wir das heute entscheiden würden, dann wären es erstmal ganz wenige. Es wird also lange dauern, bis sich etwas ändert, aber das wird dann nicht zurückdrehbar sein. Und finde ich ganz wichtig, dass wir uns das klar machen, dass wir für unsere Kinder, für unsere Enkel so etwas entscheiden. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Falkenberg. Herr Hohendorf. Ja, ich möchte nochmal das eindrucksvolle Beispiel aufgreifen, das Herr de Ritter gezeichnet hat, also die über einen längeren Zeitraum gehende Auseinandersetzung mit den Todeswünschen eines Patienten, die gerade eben nicht tabuisiert werden. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt in der aktuellen Debatte, der auch positiv zu bewerten ist. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich schon die Frage, wie sollen Ärzte mit Todeswünschen von Patienten umgehen. Und da geht es, denke ich, nicht nur um schwerkranke Patienten, da geht es auch um psychisch kranke Patienten. Auch bei der Suizidbeihilfe, Sterbehilfe Deutschland sehen wir das ja, ist ja alles publiziert. Wir sehen, dass hier Borderline-Patienten mit chronischer Suizidalität, ich sage das bewusst mal so, suizidiert werden. Es stellt sich, finde ich, ganz klar die Frage, soll Suizidbeihilfe, ärztliche Suizidbeihilfe, eine Ausnahmesituation, eine Gewissensentscheidung sein, die sich der grundsätzlichen Regel ja, bewusst ist und diese Regel bewusst überschreitet, weil es keine anderen Handlungsoptionen gibt und weil man eben den einzelnen Menschen nicht davon abbringen kann, sich zu suizidieren. Dann braucht man aber eine klare Regel und dann braucht man, denke ich, kein Gesetz, was festlegt, unter welchen Bedingungen eben solche Ausnahmen zugelassen werden. Denn dann sind es eigentlich keine Ausnahmen mehr, sondern dann wird die Ausnahme zur Regel. Und dann stellt sich das ein, eigentlich, wovor Herr Tollmein gewarnt hat, nämlich eine Normalisierung des ärztlich assistierten Suizids und mit der gesellschaftlichen Folge, dass Menschen in bestimmten Situationen das Gefühl haben, ja, ich muss mich auch entscheiden, im Sinne auch der gesellschaftlichen oder persönlichen Last für oder gegen das Weiterleben in einer ganz bestimmten Situation. Ja, ein Kommentar oder Sie? Okay, möchte jemand darauf antworten, Herr de Ritter? Ja, ich würde dazu sagen wollen, dass ich es für nicht zulässig halte, aus der Ermöglichung auf eine Normalisierung zu schließen, auf ein sozusagen, dass sich die Ermöglichung zu einem, ich sag mal, regulären Angebot ausweitet. Wo haben Sie, in welchen gesellschaftlichen Bereichen auch immer, in möglicherweise auch umstrittenen Fragestellungen, einen solchen Hinweis dafür, dass das passieren könnte? Das sind ja immer die Hinweise, und Herr Wiesing hat ja ausgiebig eben dargelegt, dass wir Hinweise für Dammbrüche nicht haben. Es gibt keine wissenschaftlichen Untersuchungen darüber, dass wir, ich habe versucht eben darzustellen sogar, dass wir eher das Gegenteil haben derzeit, dass wir Alte zu Objekten machen, die wir nicht sterben lassen und dass keineswegs ein Szenario sozusagen vor der Tür steht, dass der alte Mensch sozusagen in das Lebensende mit welchen Methoden auch immer hineingedrängt wird. Aber das ist doch ein merkwürdiger Gebrauch oder eine merkwürdige Unterstellung, was hier als Dammbruchargument angeblich verwendet wird. Es geht nicht um die Frage eines Dammbruches. Die Frage der Normalisierung ist etwas ganz anderes. Die heißt nicht, in dem Moment, wo wir das zulassen, haben wir plötzlich Millionen von Suizidbeihilfen, sondern wir beobachten das, was wir in Ländern wie der Schweiz oder in Oregon im Bundesstaat oder in den Niederlanden sehen. Und natürlich haben wir dort eine Normalisierung, auch wenn es die scheinbar geringe Zahl von 3-4% der Todesfälle nur ist, um die es geht. Hochgerechnet auf die deutschen Verhältnisse wären das 5, je nachdem, wie man es jetzt sieht, 5 bis
22.000 Tote pro Jahr, die durch ärztlich assistierten Suizid oder Ähnliches. Wenn wir diese Zahlen nehmen, ungefähr hätten wir diese Spanne. Ja, nicht die Niederlande, sondern begonnen von Oregon 0,7%. 2 Promille. Genau, bis hoch. Das wissen wir nicht genau, was passieren wird, aber das sind Zahlen, die werden nicht übermorgen, die werden wahrscheinlich auch nicht in 2 Jahren einkommen. Frau Frettenberg hat das richtig gesagt, wir entscheiden hier über längere Zeiträume. Das sind aber mit Verlaub keine Zahlen, wo man sagen kann, ja, das sind totale Ausnahmefälle, die sind irrelevant, das sind ganz geringe Zahlen. Das sind Zahlen, die haben eine gewisse Relevanz und die sind natürlich eine Normalisierung. Ich möchte zu Ihnen noch einen Punkt sagen, Herr de Ridder, weil Sie vorhin so schön vorgelesen haben und weil Ihr Fall, den Sie geschildert haben, so eindrucksvoll war und vielleicht auch, weil ich selber einen Mandanten hatte, der amyotrophe Lateralsklerose hatte und bei dem es auch um die Frage ging, will er weiterleben? Bei dem ging es um die Frage, kommt er aus einer stationären Versorgungseinrichtung raus oder nicht? Darüber haben wir geklagt, das haben wir nicht geschafft. Der musste in dieser stationären Versorgungseinrichtung bleiben und unter diesen Bedingungen wollte er nicht leben. So, das ist das eine. Das zweite ist, dass ich mich frage, was ist eigentlich die Aufgabe des Arztes? Sie haben gesagt, oder was war Ihre Tätigkeit als Arzt oder wie haben Sie sich begriffen? Sie haben beschrieben, dass Sie dem am Ende sozusagen freundschaftlich verbunden waren. Ich kenne das aus meiner Profession. Ich weiß nicht, das mag bei Ärzten anders sein. Ich zweifle es nicht. Ich bin da ein bisschen skeptisch. In meiner Profession ist es so, wenn ich jemandem freundschaftlich verbunden bin, vertrete ich ihn nicht. Ja, ich mache keine Sachen in eigenen Angelegenheiten. Ich trenne mich von diesem Mandat und lasse es in meiner Kanzlei jemand anderen machen, weil ich sage, ich habe keinen unabhängigen Blick mehr darauf. Sie sind meines Erachtens, so wie Sie den Fall geschildert haben, so wie ich das verstanden habe, dort nicht mehr als Arzt mit einer ärztlichen Aufgabe, sondern mit einer freundschaftlichen Aufgabe tätig geworden. Das sagt überhaupt, das disqualifiziert das nicht. Es ist aber was ganz anderes. Man kann daraus nicht ableiten, es ist eine ärztliche Aufgabe, sondern Sie haben diese Ebene, diese professionelle Ebene an diesem Punkt verlassen. Das mag ehrenwert sein und empathisch, es ist aber ein Wechsel in der Perspektive. Ganz kurzer Kommentar. Ja. Ich wollte nochmal auf dieses Normalitätsargument zu sprechen kommen und das ist gerade eben völlig unlogisch. Sie lehnen das ab. Sie lehnen die Entwicklung ab und deswegen wollen Sie keine Normalität. Wir müssen aber realisieren, dass es Menschen in diesem Staat gibt, die dieses sehr befürworten. Und wenn ich diese Entwicklung befürworte, dann kann es ja sein, und damit müssen wir lernen zu leben, dass es Menschen in diesem Staat gibt, die sich danach sehnen, dass das Normalität wird. Und die Moderne, das ist dann auch gut so. Ja, wir müssen mit dieser Pluralität leben. Lassen Sie nur einmal ausreden. Dass es eben unterschiedliche Leute gibt, die das unterschiedlich einschätzen. Und mit der ganzen Bürokratisierung, Sie sagen alle fürchterlich, Sie haben uns ausführlich erzählt, fürchterlich, die müssen das dann ja lernen, die müssen einen Kursus machen. Das kann man ganz unterschiedlich interpretieren, als fürchterlich oder leider Gottes, die Moderne ist mal wieder bürokratisch. Und damit müssen wir leben, dass das offensichtlich unterschiedlich interpretiert werden kann. Wenn wir sagen, wir können eine Frage der Pluralität, Entschuldigung, diesen Herr Thormann, Sie sind jetzt nicht dran. Diesen Gedanken der Pluralität, dann muss man auch, wenn man nicht verbieten möchte, wenn man deregulieren möchte, damit leben unter Umständen, dass es aus Gedanken der Pluralität halt nicht dereguliert wird. Das ist genauso ein Aspekt. Pluralität geht in jede Richtung. Nee, so, das ist kein bitte, Gesetzesgrundsatz. Bitte ein kurzer Satz noch. Ich möchte zu dem... Ist es an? Ist das an, ja? Okay. Ich möchte wir reden ja gerade, was ist Normalität, wann kommt Normalität und wie kommt sie zustande und was hat sie für Auswirkungen? Wenn wir über Normalität in der Medizin heute reden, müssen wir den Schirm viel weiter spannen, Herr Thollmann, als Sie es gerade tun. Normal ist heute, sind heute Leidenszustände, die vor 10, ich sag mal vielleicht 20 Jahren überhaupt nicht normal waren, weil die Patienten ohne die Interventionen, die wir heute haben, längst eines natürlichen Todes gestorben wären. Wir lassen heute Patienten überleben mittels des Fortschritts der Medizin und können gar nicht ermessen, in was für Leidenszustände wir sie schicken. Da brauchen Sie nicht die Augen zu schütteln. Da brauchen Sie nicht die Augen zu holen. Das ist die Wahrheit. Nein, wir lassen sie in Leidenszustände hineinkommen. Natürlich nicht bewusst und nicht gezielt, aber sie sind plötzlich da.
Und dann wollen wir, sollen wir die Patienten in dieser Situation, wenn sie dann dieses nicht mehr ertragen können, auch als Schwerstversehrte beispielsweise, die beatmet mit hohem Querschnitt weiterleben, denen sollen wir dann sagen, wir haben euch zwar versucht, das Leben zu retten und sind letztlich verantwortlich dafür, dass ihr in diesem Zustand lebt. Und dann wollen wir aber den verständlichen, den aus meiner Sicht unter Umständen, wohlgemerkt, plausiblen Wunsch nach Lebensbeendigung, dem wollen wir uns nicht stellen. Das finde ich nicht ethisch. Vielen Dank. Wir haben jetzt... Ich verstehe, dass das Thema natürlich emotional ist. Wir haben jetzt noch drei Stimmen. Ich bitte, dass Sie sozusagen nacheinander Ihre Frage ganz kurz stellen oder Ihren Kommentar ganz kurz und dann haben wir eine Abschlussrunde. Bitte. Ja, es ist etwas schwierig, weil die Diskussion ist ja mittlerweile schon fortgeschritten, aber ich würde gerne an das letzte Argument von Herrn Ritter noch anknüpfen. Mein Name ist Eva Relleke, ich habe im Krankenhaus sehr lange gearbeitet, habe mit querschnittsgelähmten Patienten gearbeitet. Ich finde die Gesetzeslage sehr gut, so wie sie ist. Ich wünsche nicht, um ganz klar meine Position zu zeigen, ich wünsche eigentlich nicht, dass sie verändert wird. Ich sympathisiere sehr mit dem, was Herr Wiesing gesagt hat, was ich etwas unfair finde. Und das war der Anlass, dass ich auch aufgestanden bin. Wir können darüber uns unterhalten, was eine Begleitung kostet, eine assistierter Suizid. Aber für Nüsse machen Ärzte gar nichts. Und ich finde, es muss eine Organisation geben, um es nicht im Verborgenen zu machen. Es muss transparent bleiben, was geschieht. Und es muss selbstbestimmt bleiben. Warum überlegen wir nicht über solche Dinge? Das ist meine Frage jetzt ganz konkret. So ähnlich, da gab es ja auch heftige Diskussionen, wie in der Schwangerschaftskonfliktberatung. Warum überlegen wir nicht sowas Ähnliches wie eine Suizidkonfliktberatung, multiprofessionell besetzt, natürlich finanziert, natürlich transparent, weil man findet solche Ärzte nicht auf der Straße. Aber diese könnten effektiver sein und nützlicher sein als die Ethikkomitees, wo auch die Ärzte jederzeit aussteigen können, wenn sie keine Lust haben. Dann haben sie nämlich andere Dinge zu machen. So etwas öffentlich zu machen, das wäre mein Vorschlag. Vielen Dank für meine Frage. Herr Schulz. Ja, Dr. Schulz von der Uniklinik in Düsseldorf, Zentrum für Palliativmedizin, der dortige stellvertretende Leiter. Zwei ganz kurze Kommentare, eine Frage. Erster Kommentar, ich erlebe einen typischen Machtdiskurs, wie er üblich ist und wie man ihn beobachten kann. Vorne sitzen 7 Männer, keine Frauen gleichzeitig. Herr Tollmein, Sie haben sich besonders hervorgetan, aber wir kennen uns ja auch aus anderen Zusammenhängen. Gleichzeitig ist es so, dass in Deutschland der weit überwiegende Teil der Pflege und auch der Versorgung von Menschen am Lebensende von Frauen absolviert wird. Der zweite Kommentar, den ich machen möchte, wir haben ein zentrales Paradigma in der Palliativmedizin. Ich habe leider keine gute deutsche Übersetzung, Non-Abandonment, also das Nicht-Verlassen eines Menschen auch in extremen Existenzsituationen. Und wenn ich mir die Diskussion genau anschaue, und ich bin Herrn de Ridder sehr dankbar für sein Vorlesen vorhin, weil mir das nochmal deutlich gemacht hat, was der zentrale Moment ist. In dem Moment, wo ich einen sterbenden Menschen, der einen aktiven Suizidwunsch hat, den ich lange begleitet habe, der intensiv sich darüber reflektiert hat, und wir haben heute Morgen gehört, er ist nicht krank, wenn er einen Wunsch hat nach Todesunterstützung. Wenn ich den also jetzt begleite und zukünftig nicht die Sicherheit habe, dass ich das auch als Palliativmediziner darf im Sinne des assistierten Suizides, dann mache ich eigentlich genau das. Ich betreibe Abandonment. Ich lasse die Person vor meinen Augen sterben und sorge dafür, dass der Körper weiterlebt, bis er halt irgendwann zu Ende ist. Und das ist im Übrigen das, was wir auch heute schon dürfen, nämlich die palliative Sedierung. Ich möchte, das ist heute leider sehr wenig besprochen worden, darauf hinweisen, dass palliative Sedierung am Ende als Alternative nichts anderes bedeutet, dass ich einen Menschen schlafen lege und wartet, bis er endlich verhungert ist. Und das ist das zentrale Moment. Und in der Situation, als letzte Anmerkung, wir haben in unseren letzten 5 Jahren der Arbeit 2, auch eine geringe Zahl, 2 aktive Suizide gehabt von Patienten, die also bei uns begleitet worden sind über längere Zeit, über mehrere Monate. 2 dieser Patienten sind gegangen nach Hause und haben sich wenige Tage danach suizidiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sprechend für mein Team, wir hätten uns gewünscht, wir hätten diesen Patienten etwas anbieten können. Ich beende das an der Stelle. Ich will einfach nur sagen, in der Palliativmedizin in Deutschland gibt es eine
durchaus wichtige Anzahl von Ärzten und Pflegenden, die eine andere Meinung haben, als sie bisher hier vorne vertreten wurde, auch von Herrn Ostgarte. Und ich würde mir einfach noch mehr Diskurs wünschen und ich würde mir mehr Geld für die Forschung wünschen, weil die Empirie, die bisher vorgetragen wurde, die ist doch wirklich für Deutschland noch sehr, sehr dünn. Vielen Dank, Herr Christian Fritz. Eine letzte Frage, letzter Kommentar. Ja, ganz kurz nur, Hans-Jakob Fries, mein Name aus Halle. Ich bin sicherlich der jüngste Fragestellende hier jetzt. Dementsprechend habe ich auch noch keine großen Erfahrungen in der Begleitung. Also ich bin frisch gebackener Arzt, große Erfahrung in der Begleitung von schwer kranken, sterbenden Menschen. Was ich aber auf jeden Fall schon gelernt habe im Studium und auch danach, dass Patientenentscheidungen, also diese Patientenautonomie, über die heute viel gesprochen wurde, immer zum gewissen Grad eine Chimäre ist. Und in der Form so als absolutes Gut ja nicht existiert, sondern es ist immer beeinflusst von auch den Reaktionen der Mitmenschen um uns herum. Und da finde ich es einfach ganz wichtig zu beachten, dass die Rückmeldung des Arztes auf den Wunsch nach Sterbehilfe, dass das einen ganz fundamentalen Einfluss auf diesen Wunsch haben kann. Und dass da dem Arzt eine Aufgabe zugeschrieben wird, im Sinne eines Werturteils ist es ja schon genannt worden, die der Arzt im Grunde genommen nicht besser erfüllen kann als tatsächlich jeder andere Mensch. Das Technische kann der Arzt besser, aber dieses Werturteil, ist dieses Lebens lebenswert oder nicht, was er ja gegenüber diesem Patienten machen muss, das kann er meiner Meinung nach nicht besser als viele andere Professionen. Und darum ist es schon wichtig zu sagen, ärztliche Aufgabe ist also die Frage der Suizidbegleitung durch einen Arzt ist schon fundamental auch in dem Werturteil etwas anderes, weil ein Arzt natürlich auch eine gewisse Autorität hat für viele Menschen immer noch. Und wenn der Arzt sagt, das kann ich verstehen, Ihr Wunsch ist nachvollziehbar, dass Sie nicht mehr leben wollen, hat das einen anderen Wert, als wenn irgendjemand anderes das sagt. Vielen Dank für den Kommentar. Wir könnten sich auf dem Podium jetzt noch bis Mitternacht weiter diskutieren. Leider sind wir schon in der Zeit fortgeschritten. Ich danke allen, die sich beteiligt haben, allen hier auf dem Podium.